Waffen hast du, die du benutzen willst? Perfekt. Ich hab alles draußen. Vor allem meinen Staubsauger. Ich werde die Leute richtig... Ich werde sie wegsacken. Oh. Sowas von wegsacken. Akt Nummer 1, Szene Nummer 1 in der zweiten Welt, könnte man sagen, oder? Ja. Guck bleib mal hier. Okay. Geh du mal weiter. Das läuft ja... Das läuft ja gut. Da ist ein Punkt. So. Ja, auf jeden Fall neu diese komischen schwebenden Fingerblöcke da. Ich schnappe da mal den ersten Edelstein. Okay, ich versuche mal da hochzukommen und habe mir die Wolle gegönnt. Die Katze hier rübst ganz schön rum. Ja, ich töte die einfach mal. Oder ich hab sie weg. Das tut einem dann selber auch nicht so gut. So, da ist ein Geheimnis. Da unten ist auch noch ein Smaragd. Ja, du bist, der hast den Blick, ne? Oder war noch einer da unten? Nee. Nee, ich glaube, das war der. Soll ich dich schmeißen? Soll ich dich werfen? Ja, klar, warum nicht? Hau mal irgendwo hin. Hab's geschafft. So, und jetzt sollte ich dich eventuell mit Traitor nicht. So, nehme ich jetzt, dich eventuell. Jetzt, danke. Mit. Oh, lecker Toast. Oh, lecker Toast. Aber ich muss auch mal hier I Am Bread irgendwann noch fertig spielen. Oh Gott. Ja, wunder ganz tolles Spiel. Die Toast! Ah! Ich sag, ja, du wirst gesandwiched. Ich werde sie zu Tode saugen. Ja, ich werde gesandwiched. So sieht's aus. Also, oh Gott! Wo ich warte kurz auf dich. Ich will sie wegsaugen. Aber irgendwie kriege ich meinen Staubsauger nicht mehr raus. Vielleicht, weil ich zu nah dran bin? Ich hab doch. Ja. Hier ist mein Bumerang. Ich prügel mich jetzt so lange mit den Sandwich-Scheiben, bis sie nicht mehr genießbar sind. Okay. Ich schau von hier oben zu. Hört auf! Hört auf! Das fühlt sich nicht gut an, Zombie. Das fühlt sich gar nicht gut an. Okay, ich denke, kannst du irgendwas machen? Die können überhaupt sterben, oder sind das unsterbliche Sandwich-Scheiben? Wenn du irgendwas Tödliches hast? Wie zum Beispiel eine Bombe? Ja, ich glaube, ich sollte meine Frisbee wieder reinwechseln, weil der Bumerang bringt die. Oh, die kommen immer wieder. Wir sollten gehen. Okay, bin weg. So. Mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Da will ich auch nicht getroffen werden. Das tut weh. Ich schon, weil ich wollte es einfach mal. Ich wollte es zeigen. Und wir haben die Stage geschafft. Makellos. Glaube ich jetzt nicht mit dem Zeitbonus. Der ist möglicherweise für diese Sandwich-Scheiben-Affäre draufgegangen. Ja, aber solange du Spaß dabei hattest. Ja, war schon schön. Eben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerne gesandwicht werde, aber ansonsten war es ganz nett. Die Zuschauer dürfen sich selber interpretieren, wie sie es wollen. Das dürfen sie. So, ist hier irgendwas. Oh, was du denn da Verrücktes? Ja, ich habe zumindest da auch schon wieder ein Smaragd rausgezogen. So, dann kannst du da hüpfen. Hier oben ist direkt das Ziel. Oh, ho! Okay. Haben wir gut gemacht. Ja, da wird man ganz schön aufgespießt. Das Spiel ist übrigens sehr genau programmiert, wie du siehst. Ja. Du bist quasi tot. Quasi aber nur. Sehr genaue Abfrage. Pixelgenau. Auf den Nanopixel. Waren wir da unten schon? Nee, da könnte noch was sein. Na, das wäre nur ein anderer Weg gewesen, wenn man den Stacheln vorbei wollen würde. Was mit der Musik eigentlich gerade los? Guck mal, da oben waren Dinge versteckt. Was soll mit der Musik sein? Die klingt gerade irgendwie sehr. Oh mein Gott! Ja. Komisch. Pro drücken gehst du einmal ein bisschen höher, genau. Ja. Got it. So, wo kommst du raus? Direkt auf hier. Seite. Und jetzt kletter ich ganz langsam hier runter, weil ich da mehr. Ja? Das ist wie so eine optische Illusion. Man kann gleichzeitig dich sehen, wie du so oben dran hängen würdest. Ja. Und ja, schön. Selten, wirklich selten was Schöneres gesehen. Ja. Wir haben alle. Also ab ins Exit. Hui. Das hat mir gefallen, wie wir da an der Stange hingen. Ja. Wirklich toll. Das war wunderschön. Und damit ist auch diese Szene geklärt. Kein Zeitbonus für uns. Oh. Nee, das war, da war der Gag zu lustig, als wir in der Stange hingen. Das hat uns Zeit geraubt. Da muss man Opfer bringen. Okay, da oben ist Buscan, habe ich geholt, fertig. Das war nicht gut. Oh my goodness gracious. Was hast du denn da gemacht? Ich bin leider schon wieder gestorben.
diese Stöpsel dann ständig? Weil ich da Spaß dran habe, persönlich so. Das ist ein Hobby und man soll Leuten seine Hobbys lassen. Okay, ja, wenn du weiter sterben willst, sage ich nichts gegen. Das ist eine Katze auf mir. Ich will. Hier, guck, ich verprügel sie mit meinem bloßen. Ich soll, hier, so, zack, und jetzt mache ich gleich meinen Staubsauger. Saug sie weg. Komm rein! Du hast sie weggesaugt. Ich hab sie wirklich weggesaugt. Ich wusste gar nicht, dass man damit auch Gegner töten kann. Ich hab die Katze eventuell geschlagen, aber du hast sie totgesaugt. Das war bestimmt so einfach das letzte Quäntchen an Schaden. Schmeiß mich mal. Ich halte die ganze Zeit schon gedrückt. Und komm rüber. Brauchst du mir nicht sagen. Der da sollte sterben. So. Oh, perfekt. Auf Oh. Ich wollte einfach auch an den gleichen Spießen hängen. Und zacki. Und zacki. Oh, perfekt. Ja, die habe ich alle beiden direkt weggenommen. Ich glaube, rechts ist nichts mehr weiter, oder? Nee, ich glaube, hier oben gibt es. Ah, nicht in den Teleporter. Aha. Gut. Ist gut, wie du auch sagst, nicht in den Teleporter. Und ich direkt zack, schon in eine Bewegung in den Teleporter rein. Gezielt. Ja. Teleporter, okay, got it. Ich war nicht mehr aufzuhalten. Es ging einfach nicht mehr. Wieder meisterhaft gelöst, das Level. Ja, aber leider keine Zeit. Ey, Leute, bisher immer nur Ace. Also, ich würde schon sagen, wir sind die geskilltesten Let's Player auf YouTube. Sprachlich vielleicht nicht, ja, da mangelt's, aber... Wir können spielen, wir müssen nicht reden können. Richtig. Deswegen schauen die Leute ja die Videos. Eben. So. Die kann man packen. Aha. Man kann mit denen auch echt viel rumglitschen, aber lassen wir es mal. Du hast ja gesehen, ich steckte gerade, glaube ich, halb in einem drin. Mhm. Ach ja, man konnte mit denen, glaube ich, unendlich hüpfen, wenn man die immer wieder gepackt hat im Sprung. Wenn man die in der Luft loslassen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind es coole Blöcke. Ja. Ich habe diese Viecher da freigelassen. Ich bin, weil ich die Blöcke so cool finde, bin ich direkt ertrunken. Ja. Aus Freude. Auch eine Möglichkeit, seine Freude auszudrücken. So, und ich fliege hier einfach richtig cool nach oben. Hab einen geheimen Edelstein gefunden. Ja, diese Magma-Blöcke, die finde ich sehr angenehm. Damit kann man Spaß haben. Das stimmt. Ich bin ertrunken. Das tut mir leid. Aber dafür stamme ich mir jetzt auch mal hier so einen tollen, lustigen Block. Zieh den hier rüber. Und dann bin ich wieder bei so einer komischen Fliege. Du hast da unten alles unter Kontrolle? Ja. Ich hab einen Stein geholt. Alles perfekt. Hier aber auch einen geholt. Hier fliegt irgend so ein Bumerang. Ich glaube, dann wechsle ich auch mal zu meinem Bumerang und schmeiß den da einfach auch mal in die Richtung. Kann auch, ob ich wieder mit treffe. Was läuft bei dir da so genau so? Ich würde gerne da oben die Punkte holen, aber du bist weg. Soll ich zu dir? Dich hier? Ja. Okay, ich komme. Professionell. Ach, danke. Bitteschön. Ich brauch dich. Lauf! Ja. Lauf, kleiner Zombie! Geheimnis! Was ist das? Das ist so ein bisschen Super Meat Boy-mäßig. Ey, der singt! Der Erzähler singt richtig rum. Da ist der Zeitbonus egal, ich muss ihn lauter stellen. Wenn er hier schon so einen schönen Song abliefert. Hier gibt's, glaube ich, gar keinen Zeitbonus. So, wo haben wir das hier nochmal? Das ist bei den Einstellungen. Ich mach mal kurz richtig laut, Leute, damit ihr mal den Gesang hören könnt. Ist wunderschön. Es ist so. Top. Vor allem bist du die ganze Zeit im Rhythmus mit deinem Hin- und Herspringen. Ja, ich bin einmal hochgesprungen und drück seitdem nichts mehr. Ich bin einfach in einem unendlichen Loop. Die machen echt Spaß, die. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, wo du bist, wo wir sind. Das ist die Idee dahinter. Da hinten links ist das Garn und... Ja, das hol ich grad. Ah, ich hol's doch nicht. Ich hol's gerade. Jetzt hab ich's geholt. Okay, und ich hab den letzten Ding. Wir können ins Ziel. Wenn wir es schaffen. Ich bin mir sicher, wir schaffen. Ich hab's geschafft. Komm runter! Ja!
der Erzähler muss so einen super Job haben. Wenn dann einfach, die haben wahrscheinlich einfach so ein Beat gegeben und haben gesagt, so, und jetzt laberst du einfach mal drüber, was dir so alles einfällt. Oh, sogar mit Zeit, Boni. Mit Zeit. Obwohl du das Lied angehört hast. Ja. Die Stage, die wir da vorgespielt haben, zählt jetzt aber, glaube ich, nicht mehr als alles gesammelt. Mhm. Ja, da haben wir auch ein B jetzt, guck. Wir haben ein B? Wollen wir die nochmal spielen und nicht ins Geheimlevel gehen? Ja, das sehe ich nicht ein. Wir haben bisher nur A's. Eben, mit einem B kann ich nicht leben. Das geht nicht in Ordnung, kann ich heute Nacht nicht schlafen. Das, okay, würde ich mir auf ewig vorwerfen. Dann machen wir hier einen kleinen Speedrun raus. So, weg mit dem Block, dann kommen die Dinger. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Ups. So, einmal. Da lang, Hobby direkt. Ich bin bei. Guck mal, wie ich jetzt hier. Jetzt bin ich wirklich speedig und zahle es drauf. Jetzt laufen die Moves. Okay. Hast du schon einen übersehen? Weil ich dir noch einen übrig lassen wollte. Ah, danke. Den hol ich. Okay. Oder willst du das lösen? Ist okay. Holst du. Das ist ultra schwere Rätsel, wo man einen Block nach hinten ziehen muss. Das ist, das klingt wirklich schwierig. Ich bin froh, dass du das gemacht hast. Du brauchst mich hier, glaube ich, gleich nochmal, ne? Ah, ne, jetzt ist das Geheimlevel. Also brauchst du mich nicht. Nee, da müssen wir ja nicht mehr hin. So, dann komme ich mal. Hier ist irgendjemand, der wirft herum mit Zeugs. Ja, ist so eine nette Katze. Zeugs. Direkt. So, einmal geschnappt. Es sind und alle eingesammelt. Alle. Oh. Alles gar noch nicht. Nee. Dann kommt hier gleich noch dahinter. Hast du's? Sauber. Ja. Es dürfte sogar Zeit geben. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir schon schnell gemacht. Das war ja Ultraspeed. Ultraspeedy Gonzales. Ultraspeedy Gonzales. Da hat Sonic uns nicht mal gesehen, so schnell waren wir. Sonic, der hat doch inzwischen Altersschwäche. Habe ich gehört. Wahrscheinlich. Arthrose. Spielen irgendwie. Zu schnell gelaufen. Okay, also, wir sind schon im nächsten Level, ne? Einsammeln hier und da und die bewegen sich, die Blöcke. Ich bin runtergefallen, das ist nicht so gut. Ja, hab's. Ich würde gerne zu dir, aber irgendwas hier ist, Die jetzt. Blöcke sind dagegen. Die Blöcke waren dagegen. Die Magie der Blöcke, sie wollten nicht. Weil ich sie seit Minekraft vernachlässigt habe, mögen mich die Blöcke nicht mehr. Verständlich, wir müssen mit dem. Hier fahren. Ja. Tschüss. Aua. Ah, natürlich spawning mal da drüben. Hier ist anscheinend irgendwo gleich ein Boot, also. Ich muss wahrscheinlich die Blöcke aktivieren, dass das Boot kommt. Ah, yes! Ich weiß, verrückt. You are right. Let's come in my boat. Get in my boat. My boat is amazing. Oh, ich hab. Okay. Ja? Das ist Garngold. Perfekt. So. Da ist auch nichts. Officer? Oh. Ja? Officer ertränkt uns, aber nicht mich. Meisterhaft gelöst. Ich bin quasi auf dir. Ich habe dich benutzt, um dich zu ertränken. Ha, nein! Säure in der Luft! Ich ertrink mal kurz und komm zu dir. Ja, ich hau die böse Katze. Sauber und fertig. Ab ins Ziel. Zeitboni auf jeden Fall. Es läuft einfach. Es läuft, Zombie. Sind einfach zum Gewinn programmiert. Ja, das Spiel hier wurde programmiert, um Spaß zu machen. Wir sind zum Gewinn. Oh. Kein Zeitpunkt. Okay. Da feiern wir uns eine Minute lang ab. Mega, ey. So krass, wie das gerade gelaufen ist. Und dann gab es keinen Zeitbonus. Oh. Ah, die können wir verwenden, um die Laser zu deaktivieren, wenn wir wollen. Ah, ich nehme hier mal was. Ja. Dann schiebe ich das hier hin. Einfach so, um den Laser auch noch zu blockieren. Aua. Sekunde, ich saug sie weg. Ja, stell dich doch also vor das Loch, dass du hier reingesaugt hast. Oh, perfekt, gut gemacht. Naja, das war der eigentliche Plan. Den hatte ich natürlich von Anfang an. Bitte. Dankeschön. Edelstein holen. Ich kletter schon mal wieder in ein anderes Universum währenddessen. Ah, so weit komme ich auch nicht. Oh nein, ich wurde gebritzelt, brutzelt. Hallo. Aha. Dankeschön. Das könnte jetzt... Schnell! Oh. Ich lass dich doch nicht im Stich. Und jetzt slide ich hier runter, schön an der Soße. Brauchst du mich da nicht, ne? Nee. Ich glaub, du musst aber nur Blöcke schieben. Hui. Oh. So, jetzt bist du aber bei mir gespawnt, ne? Ja, das war nicht beabsichtigt.
jetzt hier zum Ziel oder sind hier nur... Da ist das Ziel. Da ist das Ziel, wir haben aber noch nicht alles. Ja. Da drüben ist noch eins. Ich schnapp's mal schnell. Beziehungsweise jetzt gleich noch mal. So. Ich hab's. Ja, das ist noch der Garn. Bin aber dabei gestorben. Okay, wir haben's. Jetzt schnell zum Ziel. Aber mit allem, was wir da haben. Mit aller Kraft, so schnell wie möglich. Und wusch. Und da und dann hier. Oh, und schnell Ziel. Okay. Ja, na, oh, na, oh. So, warte. Mit allem, was wir haben. Ja, jetzt ist alles. Das ist alles, was ich gerade da hatte. Es war kurz weniger da als sonst. Du musst es erst einkaufen gehen, ich verstehe schon. Ja, ist, kurz was bestellt und so. Warte. Jetzt geht's wieder. Well, look at you go. Sind zu langsam. Wir sind zu langsam, Leute. Für den Speedrun reicht's nicht ganz aus. Ich hab verkaufen. Das wäre eigentlich auch mal ein mega, also es wäre interessant zu wissen, ob bei den ganzen Speedrun-Events auf Twitch hier, SDQ, bla 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 und sowas hier, den Summer Games Done Quick, ob da auch schon mal jemand Battleblock Theater gemacht hat. Weil das ja ein mega interessanter Speedrun wäre, weil es ja nur Koop geht. Dann sind quasi zwei Leute dafür verantwortlich, wie schnell das wirklich funktioniert. Ja. Müsste man mal goggeln, müsste man das. Bin ich ein Hund oder was bin ich? Keine Ahnung. Du bist irgendwie so eine Chihuahua-Katzen-Mischung. Was hast du dir gekauft bei der Waffe? Ja, der muss ich auch mal gucken, ob die was taugt. Das ist nämlich so ein... Keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwie so ein Kreis mit... Ich weiß es nicht, Mann. Ich probiere mal aus. Ah, da ist der. Der war noch richtig... Oh! Ach, du hast den. Ich habe jetzt auch den niceen Ball. Und einen Staubsauger. Mal, es gibt noch, wenn du... Hast du das? Nee, ich glaube nicht. Die können nämlich, glaube ich, an Wänden kleben. Dann kannst du da super einfach überall hochklettern, alleine. Das klingt nach einer schönen Option. So, ich mache jetzt mal hier weiter ein paar Skins. Schön rauslassen. Gibt's noch einen, der nur 10 bei mir kostet? Nee, die kostet alle 15 schon, weil ich so viel hab. Hier ist ein Pirat. Mir gefällt aber immer noch mein Dreieckskopf hier fast am besten. Aua. Ja, wirf mal. Hui. Das ist schon ganz gut. Ja. Hattie Hattington tut mir so leid, wie er da hinten... traurig sitzt, weil er will das nicht tun. Geld hinter sich. Aber er will das nicht tun. Er will nicht seinen Freunden... Soll er glücklich sein. So viel, soll er glücklich sein, verdammt nochmal, wenn er das ganze Geld hat. Ja, eben.